Der Tropensturm Tembin hat über dem Meer deutlich an Kraft verloren. Das teilten die Behörden in Vietnam mit. Der Taifun wurde von Meteorologen auf ein tropisches Tiefdruckgebiet herabgestuft. In Gamau, der südlichsten Provinz Vietnams, atmet man etwas auf. Hier hatten die Behörden ursprünglich vor Schäden durch den Wirbelsturm gewarnt. Hunderttausende Menschen wurden zuvor in Sicherheit gebracht. In gefährdeten Provinzen sollte der Unterricht in mehreren Schulen ausfallen. Die Gebäude dienen unter anderem als Notunterkünfte. Auf den Philippinen hat Tembin am Wochenende für große Verwüstung gesorgt. Mindestens 240 Menschen kamen durch den Wirbelsturm ums Leben, die meisten durch Erdrutsche und Überschwemmungen. Hunderte werden noch vermisst. Vor allem die Provinz Lanao del Norte war betroffen. Hunderttausende Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen.